hier reinzugehen. Moment. Das war eben. So. Nein, wir müssen normal nieten, aber wir werden auch erstmal mit MG kämpfen. Ich guck mal eben, wie lange ich schon aufnehme. So, 5 Minuten nehmen wir auf. Wir haben eine Leiche zum Saugen. Ach so, frohe Ostern übrigens zu euch allen und so. Ach ja. Aber Ostern, whatever. Ja. Ja, das wird jetzt der reinste Scheiß hier. Probieren wir doch mal das Mini-Geschütz aus. Wo probieren wir es aus? Ich hoffe, ihr habt auch alle schön Schoki bekommen. So, dann fangen wir an zu sammeln. Auf einmal der Musik. Gott, was ist das? Nur Resultate. Hier eine Big Sister. Was? Stand da was von Big Sister? Nö. Aber die Sicht, die war wieder so merkwürdig. Ja, aber ich halb tot war. Gern verstecken, was? So. Das ist echt super. Vor allem, wie die eigentlich hier schon tot sind und immer noch easy und hässlich aus. Ich hab das verdient, ich! Was hast du verdient? Zu sterben? Zu sterben, da verdient. Oh Gott. Meine Aktien! Oh ja, kommen wir uns gleich meine drauf. Aktien! Scotch. Mondschein. Oh Gott, hier wird so viel zu untersuchen. Die Bestie Ryan schläft! Das ist Wales! Die Familie. Oh Gott, nein! Großer Gott, ich glaube, das war Simon Wales! Was hat er mit sich angestellt? Er und sein Bruder waren die Architekten Raptures. Aber als Doc Lamp ans Ruder kam, hat Simon Gott gefunden. Er hat eine Art Kirche unten in der Pumpenstation. Vermutlich bricht der jüngste Tag an, wenn du dorthin kommst. Also viel weh, das ist der Endgegner dieses direkt. Levels. Tope Kuh. So, irgendwo war hier ein Loch, dafür wollte ich mal rein. Wo ist das Loch? Bin ich verwirrt. Da. Also abfackeln finde ich nicht mehr so toll wie bei Bioshock 1, muss ich mal sagen. Ist immer noch ganz witzig, aber... Ich habe ein Kleidchen für die Schuhe, ein Nachthemdchen. Schwuchtel. Ich sitze hier auf dem Präsentierstand. Fehlverhalten. Ja, Mr. Tonband. Mom hat ein neues Sicherungssystem, damit ich nicht mehr zu Amir und den anderen Kindern kann. Aber Sicherheitssysteme sind auch nur Drähte und Lötstellen, genau wie du. Und wir sind ja jetzt gute Freunde, oder? Jedenfalls, Amir hat ein ganzes Buch über die Oberfläche. Da ist Indien drin und Irland und alles andere. Ja, genau, Mr. Tonband. Wenn du es wissen willst, ich finde Amir ziemlich hübsch. Für einen Hundefresser.
Oh nein, Rückzug! Eleanor, komm sofort zurück! Ich dachte schon, ich hätte jetzt den Alarm ausgelöst. Ja, Sicherheitstür geöffnet. Den Heimwerker. Ich werde jetzt erstmal hier das. Richtig. Aufheben. Wenn deine Sicherheitsfreunde eine Kugel, die für dich bestimmt war, abfangen, kannst du sie mit etwas Eve wieder in den Topf verbringen. Sicherheitsfreunde? Achso. Naja, erstmal in Gendatenbank lagern. Brauche ich noch nicht. Geht nicht. Dann gehen wir hier raus. Oh, viel zu viel zum... Oh Gott, ist das viel zum Untersuchen, Leute. Und irgendwo wird hier bestimmt ein paar Autos... Oh, da ist ein... Schön. Kein Minigeschütz. Kann ich das wieder aufheben? Es war weg. War es weg? Wirklich weg? Es war weg. Also ich meine, es ist weg, weil ich hab's nicht mehr gesehen. Sollst du mich jetzt nicht beschwören? Mini-Geschütz. Da, das ist doch... Ja, alle. Achso, konnte ich nur 3 kaufen. Trotzdem genial, okay. Schön. Ja. Ich habe auch wieder relativ gut Schrot. Heißt... Wenn jetzt... ein Mini-Geschütz hinstellen. Ach komm, wir machen jetzt einfach... Schrot... Und starten und fertig und komm. So, das Plasmid. Ja doch. Wozu schleppst du ein Kind mit an? Schick deine Tochter heim. Hier kannst du eine Menge lernen. Keine Zuschauer. Du läufst. Anfang nach links. Was zur Hölle? Hörst du mich für so dämlich? Klar, jetzt ist Plan B gefragt. Ich hab genau. Aua. So, einen Moment, Leute. Leute, weiter geht's. Was will der Rumbler von mir? Na, will nichts von dir. Du holst dich nur eine Sissi. Entschuldigung. Entschuldigung, wirklich. Also, keine Absicht. Du musst deine Sissi noch abgeben. Ja, ich weiß. Und wow, da direkt raus. Eine neue, sauber. Was ist das denn jetzt, hey? Wo ist meine Maschinenpistole hin? Da solltest du gleich mal eben hingehen. Ja, ganz ruhig. Gucken wir uns erstmal in Ruhe um. Ich würde mir sagen, brauchst du mal ein paar Verbandkissen. Ja, ich mach nichts Böses, ist alles gut. Wir retten unsere Sissy mal. Schön noch ein bisschen mehr, Adam. Ich bin, ist gut. Das muss ich mal eben irgendwo. Du bist nicht allein, Vater. Die Mädchen, die du gerettet hast, halten zu dir. Im Gatherers Garden ist etwas für dich. Wenn ich wüsste, wo ein Gatherers Garden ist, wird's bald. Das müsste ich jetzt nur noch wissen, ne? Wo der Gatherers Garden ist. Minigeschütz werde ich nicht benutzen. Ist das Antiperson oder Panzerbrechen? Das ist eine gute Frage. Ich versuch's jetzt einfach mit Panzerbrechen zu munizieren. Nur 3
Verband wissen. Ja, Moment. Ach, da ist es auch schon. Unser Geschenk. Adam, stolze Eltern. Mit stolze Eltern investierst du deine Zeit und dann ist es noch besser. Denn sie kann bei jeder Leiche mehr Adam sammeln. Oh, geil, ja. Sofort. Ja, Bohrkraft mache ich jetzt mal weg. Und noch ein bisschen. Oh, oh geil. Gesundheitsupgrade, Eve Upgrade. Das ist erstmal das Wichtigste. Abfackeln 2. Abfackeln ist mir nicht mehr so. Nicht mehr so toll, finde ich. Fand ich sehr viel besser in. Ich fand die Entwicklungen, die Entwicklungsform von den Händen immer cool. Oh Gott, was es hier alles gibt. Medizinischer Experte? Nee, nee, keine Lust. Ich mir erstmal nur war meine Plasmide und so. Wo man mehr Medikits bekommt, oder wie? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gentonika-Slots brauchen wir. Was werden wir reintun? Wir tun da. Bohrerkraft mal erstmal rein. Wir werden noch einkaufen. Da können wir jetzt von mir aus ja kürzere Alarme reintun. Obwohl theoretisch können wir den noch aufholen. Ne, ja, kürzere Alarme. Ein Plasmid-Slot holen wir uns auch noch. Und wir holen uns Winterblast. Weil Winterblast soll ja so toll sein. Frieren Sie Ihre Gegner ein. Und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke. Ja. Machen wir. Also es soll so sehr viel besser sein als in Bioshock 1, wurde mir gesagt. Ob das jetzt stimmt, ich hoffe es einfach, weil sonst sterben wir jetzt. Oh, ganz schlecht. Scheiße. Muss ich kurz überlegen. Nieten, schwere Nieten. Electrobolt, wo haben wir den da? Nägelschütz weg. Ja, Nägelschütz weg. Ich hab's schon wieder nicht fotografiert. Ach, fick dich. Kacke. Ja, adoptieren. Ich hab's schon wieder vergessen zu fotografieren, damit ich mehr Schaden mache. Überall viel zu viele Sachen verbraucht. Wo ist denn für dich die nächste Leiche? Wenn ich mal fragen darf. Hoppala, hoppala, hoppala. Da hinten. Ich glaube, Mutter weiß, dass ich dir helfe. Sie beschleunigt meine Behandlung. Lass mich nicht im Stich. Sicherheitskommando. Du hast kein Plasmid-Slot mehr und musst entweder einen Plasmid lagern oder ersetzen. Ja, ich weiß. Sicherheitskommando übernimmt die Kontrolle über die Sicherheitselemente von Rapture. Die fallen die Sicherheit in eigenen Robots werden für den blauen Ball verfolgt und ihn angreifen. Ich habe das noch nie gemacht, das Plasmid. Und deswegen, in Gendatenbank lagern. Sicherheitsbot. Okay. Ja, ich würde jetzt eigentlich ungern in neue Gewässer hier rein schnuppern. Was war das? Also wie gesagt, ich würde ungern in neue Gewässer rein schnuppern. Ich würde jetzt erstmal hier am Ende, also noch zu Ende. Na, du warst ja gerade auf der Leichensuche. Ja, die Leiche geht da hinten irgendwo, aber da müssen wir lang. Deswegen will ich da eben noch nicht lang, weil ich erst sämtliche Räume hier abgegrast haben will. Mhm. Und ich weiß eben nicht, ob ich das schon geschafft habe. Und das glaube ich mit ihr nicht. Also ich glaube, dass es hier noch einiges gibt, was wir mitnehmen können. Oh, wie ich diese Bots manchmal hasse, ne? Manchmal nerven die ja doch unsterblich, ja. Okay. Gucken wir uns mich nochmal oben um. Haben wir hier zum Beispiel. Können wir nicht rein. Hier waren wir. Ja,